Hallo, LibreOffice Einführung in Writer. Funktion Autokorrektur verwenden. Die Funktion Autokorrektur ermöglicht die automatische Korrektur von häufig vorkommenden Rechtschreib- und Tippfehlern. Zum Beispiel wird HADN Buch automatisch in Handbuch geändert, sofern diese Änderung in den Einstellungen der Funktion Autokorrektur hinterlegt worden ist, was momentan nicht der Fall ist. Um die im Folgenden beschriebenen Autokorrektureinstellungen vornehmen zu können, rufen Sie den Dialog Autokorrektur über das Menü Extras, Autokorrekturoptionen auf und wechseln in das Register Ersetzung. Hier sehen Sie eine Liste mit voreingestellten Ersetzungen. Sie können neue Einträge erstellen oder unerwünschte Einträge löschen. Momentan sind keine da. Gehen Sie dazu wie folgt vor. Geben Sie im Feld Kürzel die Textzeichenfolge ein, die ersetzt werden soll, zum Beispiel HADN Buch. Und im Feld Ersetzen durch die Textzeichenfolge, durch die ersetzt werden soll, zum Beispiel Handbuch. Abschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Neu. Der Eintrag erscheint nun in der unten stehenden Liste mit Ersetzungen. Um eine bestimmte Textzeichenfolge zu löschen, wählen Sie diese Textzeichenfolge aus und klicken Sie anschließend auf Löschen. Dieser Eintrag steht somit fortan nicht mehr zur Verfügung. Okay, nächster Versuch, HADN Buch und es funktioniert. Die Funktion Autokorrektur wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie LibreOffice installieren. Wenn Sie die Funktion Autokorrektur abschalten möchten, rufen Sie den Menüpunkt Format Autokorrektur auf und entfernen Sie den Haken bei während der Eingabe. Die Funktion Autokorrektur kann auch dazu benutzt werden, um spezielle Textzeichen einzufügen. Zum Beispiel kann Klammer auf, C, Klammer zu, durch das Copyright-Zeichen ersetzt werden. Eine Erklärung aller Optionen im Dialog Autokorrektur finden Sie in der LibreOffice-Hilfe unter Hilfe, LibreOffice-Hilfe. Oder direkt durchdrücken der Taste F1. Im Dialog Autokorrektur. Ciao und viel Glück.